einen wunderschönen guten Tag gewünscht da draußen, meine Lieben. Das ist ein Punkt, Leute, der mich richtig nervlich strapaziert. Alexa, stopp! Dass ich immer die Musik ausmachen muss, wenn ich anfange zu vloggen oder gerade mal wieder die Kamera aufnehmen, anmachen möchte. Dass ich immer diese Musik ausmachen muss, weil man die nicht laufen lassen darf, ne? Und dadurch, dass immer, egal wo wir sind, Musik läuft, nervt's. Bei uns gibt es heute Bio-Schinkennudeln mit Tomaten und Karotten. Also ich würde jetzt schon sagen, dass sie im Groben und Ganzen echt viel mag. Was sie überhaupt gar nicht mag, ist Birne. Ich habe jetzt da hinten, sieht man das völlig? Nee, das sieht man nicht da in der Küche, ne? Habe ich noch mal ein paar Gläser stehen, womit ich mich so ein bisschen durchtesten möchte. Auch so mit Zwieback und mit Früchten und so. Bevor ich mich dann jetzt ranmache an das eigene Kochen quasi. Weil es ist jetzt eigentlich nicht mein Ziel, die Kleine durchgehend hier mit Gläschen zu füttern. Ich wollte sie ja schon eigentlich mit bei uns essen lassen. Das fange ich morgen mal an. Mal gucken, wie das wird. Wir machen ja morgen Nudelauflauf mit Brokkoli. Ohne Fleisch. Mal gucken, wie sie das so mitmacht. Wenn ich das dann ganz doll drücke und so. Ist natürlich schon was anderes, wenn es hier so püriert ist, ne? Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, wie du das annimmst, ne? Aber jetzt hier so die Breie, ich habe jetzt hier ab 6. Monat, das ist schon ein bisschen gröber, wenn ich mir das so angucke. Macht sie aber ganz gut. Aber ich muss halt immer warten, bis sie freiwillig den Mund aufmacht. Ne? Bist du soweit? Nächster Löffel? Nee? Oder doch? Doch. Mmh. Genau. Sie isst immer so ein halbes, dreiviertel Glas. Finde ich gut. Finde ich super. Und ja, wie gesagt, sie macht das echt gut. Dafür, dass ich jetzt relativ spät angefangen habe damit, finde ich, hat sie gut aufgeholt auf jeden Fall. So. Ging das ganz gut hin, würde ich sagen. Wir fangen jetzt an, gleich einen Kuchen zu dekorieren. Ich habe einen ganz normalen Käsekuchen gekauft. Und ich glaube 7 Tafeln Milka-Schokolade da hinten. Oh, ich muss die Kartoffeln kochen, sehe ich gerade. Und dann werden wir einen Kuchen dekorieren. Einen Käsekuchen mit Kinder Bueno, Kinderriegel, Joghurette. Habe ich Bueno gesagt? Naja, so eine Sache halt. Und dann mache ich noch einen Tzatziki. Ein Tzatziki. Und dann gehen wir nachher zum Nachbarschaftsgrillen. Voll cool. Die haben hier quasi so ein kleines Straßenfest errichtet. Nur die kleine Nachbarschaft hier. Und da können wir uns dann anfangen vorzustellen jetzt. Ich meine, wir wohnen ja jetzt hier einen Monat. Einen Monat und ein paar Tage. Und dann können wir uns einmal der Nachbarschaft vorstellen. Die Leute haben jetzt schon echt viel Rücksicht genommen. Also Rücksicht im Sinne von, dass sie einfach gesehen haben, dass wir noch super viel Pakete Müll vor der Tür stehen haben. Heißt also, dass wir noch nicht richtig angekommen sind. Und noch nicht richtig alles fertig haben und so. Das sieht man ja schon, ne? Aber wir sind jetzt bereit, uns mal vorzustellen auf jeden Fall. Oh, ich war zu langsam, Hase. Sorry. Ihr scheint es zu schmecken, finde ich richtig gut. Genau, das machen wir heute. Nachher kommen noch Freunde von uns. Wir grillen ja draußen. Mal gucken, ich habe da noch Knabberzeug gekauft. Eine Sache, noch ein Feuerchen anmachen. Ja? Guck mal, der ist jetzt zwar geglättet, aber guck mal, wie lang der ist. Ja, heftig. Gut gewachsen schon auf jeden Fall. Aber ihr schmeckt das. Das sind. Ich hätte jetzt gleich gedacht, kannst du sie wieder besser wegstecken, dass sie nicht mehr so doll abstehen. Vielleicht siehst du dann besser. Ich habe mir das früher mal geflochten und nach oben gemacht, 2 so Zöpfe. Sieht doch hart doof aus. Ich fand's gut damals. Aber ich hab's dir gesagt, Pony ist immer blöd. Ja, du hast gesagt, dass ich dann auch. Aber langsam hat er ja eine gute Länge. Für was? Was hast du denn hier vorne drin? Das ist so. Das ist Haargel, was irgendwie nicht rausgeht. So gekrisselt aus. Ja, so weit, ne? Ja. Malu? 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 Ah. Du magst das eher, ja? Hm? Oh.
Über die Hälfte ist schon weg. Voll gut. Du machst das super, mein Schatz. Genau, so, ich habe euch jetzt genug voll gequatscht. Ich zeige euch gleich mal, wie sie dann den Kuchen dekorieren. Ah, super, mein Schatz. Ich muss duschen, ich stink nach Schweiß. Lecker. Willst du? Nee, aber dann hast du ja was richtig Tolles zu erzählen, wenn du dann wieder auf Arbeit gehst. Ne, Marleen, was hast du für ein schönes Wochenende gemacht? Gurken gerubbelt. Ah, Mama! Was ist denn? Nichts. Sag mal, spinnst du? Alter, könnte ich ja schon wieder dreschen jetzt. Alter. Ey Mama, wenn wir in den Club reinkommen, ne? Und ich dir da ein Tattoo machen kann, dann lasse ich mir einen kleinen Penis stechen. Aber auf die Stirn. Nee, hier auf meine Schulter hier oben. Das ist nicht dein Ernst. Da kann ich so machen. Das ist nicht dein Ernst. Nee, aber irgendwas anderes. Ich lasse mir einen Tee stechen für Tanja. Tiamo. Was? Nein, Mann. Oder ein M für Mama. Oder ich suche mir dann einfach einen Freund mit M und dann sage ich, guck mal, ich habe deinen Anfangsbuchstaben tätowieren lassen. Spaß, ist für meine Mama gedacht. Er schon so, oha. Ja, das sage ich ja erst, wenn wir dann Schluss gemacht haben wieder. Ach so, oh. Oder wenn es nicht mehr läuft. Ey, das ist so juicy, Mama. Guck mal, meine Hand. Voller Juice. Ich geh gleich duschen. Meinst du, die kann mir dann wirklich ein bisschen Glitzer ins Gesicht machen? Klar. Aber ist das dann noch chic? Oder ist das so ein bisschen zu verspielt? Das ist dann ganz schön Festival-like. Ja, das ist ja kein Festival. Das ist ja ein Stripclub. Ich muss ja auch irgendwie mein Geld verdienen für das neue iPhone, ne? Und sag nicht, dass du jetzt was dagegen hättest. Was du willst. Ist alt genug, oder? Guck mal, wie viel da noch rauskommt. Ich glaube nicht, dass wir alle raspeln müssen. Ja, ich habe auch keinen Bock mehr. Ich glaube, wir warten gleich mal auf den. Guck mal, jetzt bin ich langsam schon Profi. Bitte mach nicht so schnell, nicht, dass ein Stück von eurer Fingerkuppe mit reingeht. Das wäre schon ziemlich lustig. Nee, ist es nicht, weil Fingerschmerz geht sofort zum Herz. Ja, ist ja nicht schlimm. Oh, Alter, ich kann gar nicht zugesehen, ey, da wird man ganz anders. Kannst du es nicht erstmal über eine gesonderte Schüssel raspeln? Warum? Falls du so ein Stück Fleisch mit da rein raspelst. Ja, genau, weil das auch so grob wäre. Nee, zwei geht nicht. Wartest du wieder die Waffelmaschine? Wir machen uns gerade zweimal. Delta. Ich habe jetzt Ofenkartoffeln fertig gemacht, den Kuchen fertig gemacht. Da kommt natürlich noch die Haube drauf. Aber ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ich hab neuen, ob ich den schon schneide oder nicht. Ich bin mir unsicher. Da kommt natürlich noch der Deckel drauf. Und unten ist noch 2,5 Kilo Tzatziki. Dazu haben wir natürlich noch Grillwürstchen, also diese Rostbratwürste. 5-mal Kräuterbaguettes. Also ich glaube, wir sind ganz gut vorbereitet für dieses gemeinschaftliche Grillen. Flensburg ist schon mal weg. Wirklich? Die geht schon kaputt. Die lässt schon die Luft raus. Ach. Okay. Krieg ich jetzt auch noch einen? Oh, ist schwierig, Matthias. Komm, ich hab's hier, komm, ich hab's gerade gesehen. So, der Morgen nach dem. Deine Heizung ist an, ist das richtig? Ja, ist richtig. Sag doch einfach weiter jetzt. Der Morgen nach dem Nachbarschaftsstraßenfest. Ich bin müde. Und habe Hunger und bin müde. Deswegen haben wir uns jetzt gerade gesagt,
eine halbe Stunde wieder zurückzulaufen. Das finde ich ganz schön happig. Deswegen habe ich gesagt, können wir auch eine halbe Stunde Auto fahren. Und dann essen wir richtig lecker Frühstück. Aber das zeigen wir euch jetzt gleich nochmal, wenn wir dann das Frühstück auf dem Tisch stehen haben. Aber ihr kennt das mittlerweile schon. So, wir sind jetzt wieder zu Hause, beziehungsweise sind schon eine ganze Weile wieder zu Hause. Eine Stunde, glaube ich sogar. Ich habe mich jetzt gerade mit Maris zusammen auf die Terrasse gesetzt. Auf die Terrasse gesetzt, weil wir jetzt wieder das Alphabet üben. Ja. Und gebe jetzt Matthias hier die Datei, den Vlog. Und ich habe auch schon die Kinderzimmer weiter geplant. Das zeige ich euch dann in dem morgigen Vlog. Hä? Nee. Das zeige ich euch Dienstag, so. Und deswegen sage ich jetzt, das war sie, der von uns für euch. Bis morgen um 18 Uhr. Tschüss.